Hey, wow, meine Gorwas, habt ihr erkannt, wo wir wieder sind? Zürich, Hauptbahnhof. Hört ihr diese Melodie? Warte mal. Die Sonne weht. Ja, richtig gehört. Wir gehen weiter im Februar. Ich hab gesagt, es kommt vielleicht noch ein Champions League-Vlog. Wir gehen heute auf Rom. Roma, Lazio Rom gegen Bayern München Champions League schauen. By the way, die Sachen, die ich dabei hab, meine Bauchtasche wieder, die gleiche Pants wie beim letzten Video, könnt ihr gerne abchecken. Napoli gegen Nazio Milan, Serie A Vlog. Aber Jacke auch dieselbe, sogar mein T-Shirt ist einfach dasselbe. Und Bruder, hier drin, schau mal, diese zwei Männer oder drei, ja, drei Powerbands. Noch zwei Chimpis und noch eine separat. Die müssen carryen, der Laptop. Weil der Plan, ich sage euch nachher gerade, weil momentan ganz kritisch mit 0 Stunden Schlaf. Jetzt wird erstmal 4 Stunden geschlafen bis Milano. Dann Zug habe ich noch nicht mal bis nach Rom. Also wir sehen uns entweder in der Toilette wieder bei einem kurzen Tag oder erst in Mailand wieder. Oh, Bruder. Knockout gegangen, straight up für ganze Zugfahrt. Und jetzt muss ich erstmal umsteigen, aber mein Gleis wurde noch nicht angezeigt, obwohl mein Zug in so 10 oder 15 Minuten losfährt. Also warten wir noch und in Roma essen wir dann endlich was. Bruder, meine Gorwas, gerade noch so Ticket geholt. Ich sage euch, wir hören uns in Roma. Zuerst schlafe ich jetzt noch eine Runde. Schau mal, genau der gleiche Fit. Aber in Farben von Lazio. Aber ich überlege, nachher ein Trikot zu kaufen. Ich sage euch ehrlich, können wir zum AS Rom Vlog gehen? Dort habe ich auch ein Trikot von Dybala geholt. Aber Lazio, ich sage euch, mit diesen Farben, das könnte böse kommen. Und ich brauche noch einen Essensspot. Und ein bisschen gehen wir, glaube ich, vielleicht mit einem Lime-Bike wie beim Napoli-Vlog oder bei einigen anderen Vlogs durch die Stadt, durch die City, um euch besser zu zeigen. Aber bis dorthin muss ich jetzt wirklich ein paar Spots finden, weil ich glaube, wenn ich ankomme, habe ich so 4 Stunden bis zum Spiel oder 3,5. Und mein Gepäck muss ich auch noch zum Hotel bringen, aber dazu später mehr. Eine Ewigkeit später. Hallo meine Brüder, schau mal diese View, diese Gebäude. Ihr wisst ganz genau, wo wir angekommen sind, in Roma. Aber bevor wir weitergehen, packe ich schön jetzt meine Kette ein. So auf Nummer sicher, weil ihr wisst ja, wieso die Rate der Kriminalität hier ist. Bevor ich meine Sachen in ein Schließfach bringe, gehe ich jetzt noch, ich blende euch mal den Weg ein zu einem Lazio-Store, weil ich habe richtig Bock, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe richtig Bock, ein Trikot zu holen, wie das letzte Mal bei Roma gegen Milan. Könnt ihr gerne abchecken, blende ich euch oben ein. Aber warte mal, genießt es einfach. Genießt es, es sind 17 Grad. 17 Grad, ich kann im T-Shirt rumgehen, wie, keine Ahnung was, wie im Sommer bei uns in der Schweiz und einfach alles genießen. In so 4-5 Stunden ist, glaube ich, Anpfiff. Wir haben jetzt 4 Uhr und um 9 ist Anpfiff, das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr 4 Stunden, um zu essen, nachher die Sachen noch in ein Schließfach zu bringen, ein Trikot zu kaufen. Ich habe echt Bock, noch ein Eis zu genießen bei diesem Wetter. Gebt es euch einfach noch einmal. Oh, ich kann nicht aufhören, bevor ich das Trikot kaufe. Diese Freude. Hier, schau mal, der Platz. Alles so mächtig und groß mit diesem Gebäude im Hintergrund. Diese Architektur im Ausland, das ist einfach nur schön. Schaut es noch mal so an von Eieiei. Einfach nur zum Genießen. Oh, seht ihr, was ich auch sehe auf der anderen Straßenseite? Ist mir so egal, ob es auf der Hauptstraße ist und es ein Scam ist, aber ich habe jetzt so Bock auf ein Eis. Hello, for me a cup with coffee and mango. Der Profi, Digga. Ah. Schau mal, diese Kombination ist so ehrenlos. Kaffee und Mango, aber es ist mir so egal. Preis-Leistung, top. Also ich habe noch nicht mal probiert und sage es schon, aber 3,80 Euro für so eine Hauptstraße, also beschweren kann ich mich nicht. Aber jetzt geht's ans Tasting. Ich hoffe, man sieht mich. Kann man mich so sehen? Probieren wir jetzt. Mango als erstes. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Oh. Viel zu kalt. Viel zu kalt. Oh. Aber schmeckt richtig nach Mango. Also so eine
8,5 Pfund sind richtig gut. Wartet jetzt. Irgendwie, wir machen das jetzt im Laufen. Während dem Gehen. Oh, ich glaube, das wird kritisch. Seht ihr überhaupt den Kap? Warte mal. Warte mal. Jungs, Mädels. Das so 7,50 Franken oder 8, also Preis-Leistung top, so eine 8 von 10. Nein, ich kann das alles nicht mehr. Schau mal, ich wollte nur um die Ecke, um meinen Weg zu nehmen. Guckt es euch an. Hey, ich muss halt auch nicht mal etwas dazu sagen. Es braucht keinen Kommentar, keine Statistik oder keine Spielanalyse wie beim Fußball. Man genießt es einfach. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. I love Italy, brothers. If any Italian sees this, I love your whole country, Milano, Roma, everybody, Venezia, all thing in this country I love. Nothing I don't love. Schau mal, wir sind jetzt beim Store angekommen von Lazio. Die ersten Bayern-Fans sind an mir vorbeigegangen. Ich wollte sowieso. Ich bin jetzt auf Insta gewesen, ich blende euch mal ein, wie die Stimmung werden kann, also wie sie wird. Lazio-Fans und AS Roma, das sind sowieso crazy Fans, also schaut jetzt kurz. Also wirklich, wenn das so wird, das wird ja so, also 1000%, aber trotzdem, ich habe mich gefragt, wo sich die Bayern und die Lazio-Fans treffen, und es scheint so, als würden sich die Bayern irgendwo dort hinten treffen, weil alle, die ich jetzt gerade sehe, hier, die vorbeigehen mit diesen roten Trikots, gehen alle zusammen nach hinten, aber erstmal muss ich ein Ding kaufen, also ich will ein Trikot von Lazio kaufen, aber schau mal, hinter mir ist auch eine Kirche, also random, alles zusammen. Ich hoffe, ich finde raus, wo entweder die Bayern oder die Lazio-Fans sind, weil das wäre crazy, wenn ich noch vor dem Spiel die Stimmung aufnehmen könnte. And oh my God, how did I forget? The beautiful woman in Italy. And last but not least, kitchen from your nonna. Ay, mamma mia. It's not no better thing in the world than food from the nonna. So those are all things I love about Italy. But now we move on with the vlog. What do you think? Lazio will have a chance today? Si, we win 4-0. No. We lose, sure we lose. The score? No, score is important. I prefer to lose 1-0. Yes. Not 6-0 because Bayern. Yes, yes. But Bayern is now also not so good. Yes, no. Against Leverkusen, yes, lose, yes, 3-0. Yes, but in Champions. Yes, yes, it's all there. Wir haben ein Trikot gekauft. Ich habe gerade noch so noch mal Glück gehabt. Sie haben Stock aufgestockt und ich habe ein XL bekommen. Perfekt. Weil L wäre so zu eng, dann würde ich, obwohl ich ein Lauch bin, so wie ein breiter Bracker aussehen. Und XXL ist Opa eine Motorrad. Hein? Und XXL wäre so ein bisschen zu groß. Den Namen seht ihr gerade, aber ihr habt die Prediction gehört. Der Ladenverkäufer denkt auch, dass so Lazio eigentlich keine Chance hat gegen die Bayern. Ich bekomme gerade nachher ausführlich zum Spiel. Aber ich sag, zu Hause habe ich ihm noch off Cam, also ohne Aufnahme gesagt, Miracles are always possible at home. Also für mich sowieso in Rom. Ich habe bei AS Roma die Stimmung erlebt und mit solchen Fans, die ich euch vorher eingeblendet habe, ist alles möglich, wirklich alles. Meine Govas, schau mal dort ganz oben in der Sonne, wie schön es aussieht, diese Straße. Ihr merkt, ein bisschen ist der Sportler aus der Puste, weil wir gehen jetzt komplett zurück zum Bahnhof. Weil ich habe dort einen Foodspot, den ich unbedingt testen will, Carbonara probieren will. Ich hätte auch zum Stadion gehen können, dort ein Shirt kaufen, die Sachen dort in einem Hotel lassen. Man kann sowieso gefühlt mit jedem Hotel eine Lösung finden, aber ich will diesen Spot testen. Heißt, wir laufen alles zurück. Dann müssen wir uns auf den Weg machen, weil eigentlich will ich noch ganz kurz in die Stadt, so zum Kolosseum. Und dann geht's auch schon zum Stadion. Und nach dem Spiel kann ich euch schon sagen, morgen
geht es weiter. Ich habe gesagt, Februar wird crazy. Morgen fliegen wir vom Flughafen dann. Das ist dann auch mein Schließfach. Ist, müsst ihr bedenken, hier, vielleicht blende ich euch mal die Distance ein. Und der Flughafen hier, also gefühlt so 100 Kilometer. Also muss ich schauen, vielleicht nehme ich ein Fahrrad und fahre so 3 Stunden dann in der Nacht zum Flughafen. Aber alles mit der Ruhe. Der Flug kommt erst irgendwie so 8 Uhr morgens oder so. Oder nein. Nein, sogar erst 12 Uhr mittags. Also gechillt. Einfach ein bisschen umständlich, aber beschweren darf man sich nicht. Oh, hier ist die nächste Sehenswürdigkeit. Schau mal diesen Brunnen. Wieder aus Zufall. Ich wollte eigentlich nur zum Bahnhof zurückgehen. Oh, shit, man. So, wir sind angekommen dort. Dieses Hotel Mirage. Irgendwie muss ich jetzt in dieses Hotel kommen und da... Ah, ich sehe den Pfeil. Ja, wir haben es gerade. Warte noch einen kurzen Moment. Bruder, ich krieg die Krise. Ich habe mich jetzt draußen umgezogen, weil die Frau drin meinte, ich kann nicht bei ihr drin. Es ist gerade hier. Ich bin jetzt um die Ecke auf der Straße umgezogen. Ihr seht die Nummer gerade, aber jetzt bringe ich die Tasche. Mein Restaurant, was ich unbedingt testen wollte. Ich habe jetzt gesehen, dass es erst um 7 aufmacht. Und das ist viel zu spät, weil ich muss ja zum Spiel gehen. Also, hey, wie ein Vollidiot. Irgendwie finde ich jetzt schon eins. Also so schlimm ist es ja nicht. Wir sind ja hauptsächlich für das Fußballspiel da und es tut mir leid, dass wir so um den heißen Brei sprechen. Aber ich will bei einer guten Pizza oder einer Carbonara zum Spiel kommen. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch sehen. Komm, es braucht sonst zu lange. Bayern, reden wir erstmal über das Trainerthema. Coach Thomas Tuchel, falls das ein Deutscher sieht, ich will unbedingt in den Kommentaren eure Meinung zum Trainingsstaff oder allgemein einfach zum Head Coach, zu Tuchel wissen. Weil es gibt ja Gerüchte, ich blende es euch mal ein. Ihr wisst, Barca, Xavi, ist jetzt ein bisschen komisch, dass ich es mit einem Barca-Ding vermische. Aber Tuchel hat nach dieser Quelle, die ihr seht, eine offizielle, klar, ob sie 100% stimmt, 50% oder so, kann ich euch nicht sagen. Aber er hat sich selbst am Barca angeboten. Und Barca wollte 2021, also beziehungsweise Laporta, wollte ihn schon holen. Oder anders gesagt, Laporta ist sehr überzeugt von deutschen Trainern. Also Trainern, ich weiß, Hochdeutsch, ja egal, ich sag Trainer. Für mich ist es Trainer, Schweizerdeutsch halt. Also er will Klopp, Tuchel, Nagelsmann, wen gibt es? Ah ja, Hansi Flick ist ja auch komplett überzeugt. Ach, aber bei euch, das Thema ist schwierig, weil ihr habt jetzt Tuchel, der nicht so gut performt, statistisch gesehen. Ein bisschen durcheinander am Reden, aber Hansi Flick. Die Zeit unter Hansi Flick war wahrscheinlich von den letzten 10 Jahren die beste bei Bayern. Also da, egal, ob man neutral ist, ein Gegner von Bayern oder Bayern-Supporter, man muss es euch einfach lassen. Dieses 2020er Corona-Lockdown-Bayern-Team, das war eine andere Liga. Eines der besten Teams, das die Welt gesehen hat, des Fußballs. Klar, es gibt Real Madrid-Teams, die gut waren, Barca-Teams, die gut waren, Chelsea-Teams. Aber Bayern war auch eines dieser Teams und kann sich nicht ganz nach oben einranken, meiner Meinung nach, aber ziemlich weit oben. Und um auf den Punkt zu kommen, ich weiß, ich rede ein bisschen viel, aber wollt ihr Tuchel weg und dafür Mourinho rein? Oder wollt ihr Xabi Alonso holen? Das nimmt mich Wunder. Also falls das ein Bayern-Supporter, ein Bayern-Fan, Ultra, egal was, oder einfach ein Deutscher sieht, was wollt ihr? Das nimmt mich Wunder als Außenstehender. Hey, ich habe mich wieder verirrt. Aber schau mal ganz vorne, ob man das sieht. Kolosseum. Oh, es ist dort. Wir gehen näher. Ich hoffe, es hat dort was zu essen, aber wobei. Dort ist sicher so Touristenabzocke. Ich weiß nicht einmal, ob es riskant ist, mit einem Lazio-Trikot hier rumzugehen. Ich meine, Lazio spielt, aber jetzt ist die Rivalität. Also, falls es ein Italiener sieht, die Chance ist so klein bei dieser Reichweite, aber falls es einer sieht, ist nämlich Wunder, ob es riskant ist oder nicht. Schau mal hier, Schickeria München, schon Kleber, Aufkleber von Bayern. Gebt euch jetzt einfach diesen Spot. Schau mal, schaukelt deine Beine und dann, oh, so majestätisch. Eieieiei. Wunderbar, dort noch mehr Bayern-Fans, also langsam merkt man, die Match. Stimmung ist hier. Das Spiel beginnt, glaube ich, in etwa 3 Stunden und es kommen immer mehr Fans miteinander. Ich bin gefühlt hier der Einzige mit einem Lazio-Trikot und ich blende euch noch kurz ein, bevor wir weitermachen mit dem Spiel, wo ich hingehe.
Weil ich habe mal auf Google geschaut und es gibt einen Ort, wo anscheinend die Ultras von Lazio sein sollten. Und da gehen wir jetzt hin, weil ich habe Bock, die Stimmung vor dem Spiel noch aufzunehmen. It's prediction. Okay. Can I? Yes, okay. What do you think of the match? Guys, go to Rio Brazil, 2-0 Lazio. And you? For me, 2-1 Bayern Munich. And you? For me, 1-0 Lazio. Ah, okay. Thank you guys. Thank you guys. Thank you very much. Thank you, my friends. Hey, habt die drei Typen gehört? Alle aus Brasilien, die waren übelst korrekt, auch off-cam. Ihr habt gesehen, der mit dem Bayern-Trainer ist der Einzige, der für Bayern getippt hat, die anderen für Lazio. Und ich sag euch ehrlich, ich blende euch jetzt mal die Heimstärke ein von Lazio. Ich glaube, sie haben zuletzt, wenn es mich nicht täuscht, gegen Inter verloren. Und gegen Inter darf man verlieren. Aber ansonsten sind sie, glaube ich, 9 Spiele ungeschlagen heim. Und heim, habe ich schon vorher gesagt, mit diesen Fans kann es crazy werden. Trotzdem blende ich euch jetzt auch mal das einzige Aufeinandertreffen in den letzten Jahren oder vielleicht Alltime, müsst ihr mich korrigieren, ein. Und ihr seht, Bayern hat in Lazio, zwar ohne Zuschauer, klar, die sind auch ein Faktor, 1-4 gewonnen. Also die Bayern wissen, wie man in Rom gewinnt. Und heim 2-1 seht ihr auch. Und dann sind sie genau wie jetzt in einem Achtelfinale mit 6-2 und Aggregate, also insgesamt weitergekommen. Beide Teams sind, wenn ich euch die Form mal einblende, jetzt abgesehen von der Heimform von Lazio, die letzten 5 Spiele. Bayern ist für ihre Verhältnisse nicht top in Form. Das weiß jeder. Sie haben gegen Leverkusen verloren, sind jetzt 5 Punkte hinter dem ersten. Also die Bundesliga wird extrem schwierig unter diesem Leverkusen. Also Hut ab an Xabi Alonso, das hätte kein Mensch auf dieser Welt gedacht. Aber wir wissen auch ganz genau als Außenstehende, klar, ich bin jetzt nicht der Älteste, mich gibt es noch nicht lange, aber ich weiß trotzdem, wie die Bayern reagieren können. Und das wäre typisch Bayern, wenn sie sich jetzt aus so einem für ihre Topklasse Formtief, für viele Teams wäre das schon eine Topform, aber für Bayern-Verhältnisse oder einfach, ihr wisst schon, was ich meine, wenn man auf Weltklasse-Niveau spielen will, sind sie gerade nicht in Topform. Aber ich sag, sie, genau sie, können sich jetzt abgezockt mit so einem 1-3 komplett aus dieser Krise schießen. Also das traue ich den Bayern zu. Klar, es kann auch ein Miracle geben, wie ich vorher gesagt habe im Store zum Arbeiter. Aber er selbst hat auch gesagt, es ist extrem schwierig gegen die Bayern. Er hat, glaube ich, gesagt, er will 0-1 verlieren. Also er hat nicht mal auf einen Sieg angedeutet, er hat einfach gesagt, er will tief verlieren. Also, um jetzt endlich auf den Punkt zu kommen, ich denke tendenziell, wenn Bayern das abgezockt macht, die werden das Spiel kontrollieren. Lazio wird fast keine Chancen haben, auch wenn die Heimfans im Rücken sind. Und Bayern gewinnt, wie schon gesagt, mit 1-3. Und Lazio macht vielleicht ein Standardtor oder ein Elfmetertor, Immobile. Oder einfach eine Situation, wo die Bayern schlafen. Weil diese Saison schlafen sie halt mehr als sonst. Und dann kann ein Stürmer wie Immobile immer ein Tor machen. Nochmal ganz kurz zu diesem Brasilianer. Hey, der eine hat sogar gesagt, wenn er in die Schweiz kommt, er kommt mit mir ein Spiel schauen. Also ihr könnt darauf gespannt sein, dass der in der Mitte mal bei einem Vlog dabei sein wird. Das wäre crazy, wenn er einfach von Brasilien kommt. Sie haben auch gefragt, ein Spiel in Brasilien. Ich habe auch gesagt, ich will selbst mal auf Brasilien oder Argentinien. Ihr wisst, wie dort die Ultrakultur ist. Aha, schau mal, dieser Bus. Eigentlich müsste ich mit dem irgendwie zum Stadion kommen. Weil ich muss jetzt irgendwie so eine Stunde zu diesem Brunnen gehen. Aber ich sage euch sowieso, wenn ihr so einen Städtetrip macht oder einfach nehmt ein Limebike oder walkt, also geht zu Fuß. So seht ihr am meisten. Uber auch gut, aber nur wenn ihr so Langstrecken. Sag mir, ihr seid in Barcelona und ihr wollt mit euren Homies in den Club gehen. Also Schoko, Opium oder so. Dann verstehe ich es, wenn man keinen Bock hat, 50 Minuten zu gehen. Aber für so Städtetipps geht immer zu Fuß. Bruder, warte mal einen Moment. Der Brasilianer, der Brasileiro, wenn er das sieht, das war einfach er mit diesen 3 Millionen Abos. Ich blende euch mal seinen Account ein. Ich habe gedacht, er zeigt mir jemanden. Das ist einfach er. Ich habe es jetzt erst gesehen. Er hat es mir erklärt, aber wir haben uns so brüchig verstanden. Aber bei dem hatte ich habe gedacht, er stellt mir einen vor von Brasilien. Aber das ist einfach er mit den 3 Millionen. Hä, wie crazy. Boah, gebt euch den nächsten Spot einfach auf meinen Weg. Schau mal, da war ich schon beim AS Rom Spiel. Boah. Diese Aussicht jetzt. Eieieiei. Boah, das hat auch ein Ambiente. Mit seiner Perle dort essen gehen. Ich hab voll verpennt. Heute ist ja Valentinstag. Stellt euch das vor.
Eieiei. Wirklich. Roma, Bella, Italia. So schön. Oha, Dollarzeichen oder was? Es. Schau mal, der nächste Spot. Ich glaube, Piazza de Popolo. Wunderbar. Hey, Rom. Ah, oh, dort noch irgendwelche Kinder am Spiel mit Drohnen. Na, es ist wunderbar. Ich bin so gehypt auf diesen, auf diese Brücke. Auf diesen Ort. Ich hoffe wirklich, dass dort jetzt alles abgeht und angezündet wird und in die Luft gejagt wird. Also natürlich, in Maßen. Ihr wisst, was ich meine. Fußballtechnisch. Weil die Fans sind einfach alles. Auch in Deutschland mit den Investoren. Die machen nur den Fußball kaputt. Fans und richtigen Fußball. Das ist, was wir brauchen. Und diese Einschränkungen und Investoren und dies, das, DFL, was auch immer. Hey, können wir alle am Schlecken. Tut mir leid, wenn ich mich so ausdrücke, aber ich denke, eure Meinung ist ähnlich. Oha, schau mal, was ich komplett vergessen habe. Miroslav Klose hat sich zu Wort gemeldet, die deutsche Ikone, der Rekordtorschütze. Er hat gesagt, er drückt eher Lazio die Daumen, weil sie die Underdogs sind. Aber schön, dass man von Klose was hört. So eine Ikone. Wow, wieder wunderschön. Und man riecht überall Pyrotechnik, also es ist Champions League Time, Baby. Also diese kann man nie im Leben Pizza nennen. Das ist wirklich respektlos. Preis-Leistung ist nicht schlimm für zwei Getränke und ein Essen so. Aber insgesamt, ich würde dem Max eine 5 geben oder so. Ich will mal sagen, es gibt das nächste Essen und die nächste 2 Apfelschorle. Da unsere. Wow, warum sieht das in 4K jetzt plötzlich aus? Qualität gestiegen. Huh? Ey, die Stimmung ist so geil mit der Musik. Hier die 2 Apfelschorle und irgendein Hamburger, egal, Hauptsache was zu essen. Bruder, dieser Hamburger, ich habe keine Ahnung, wo man ihn sieht. Respektlos Nummer 2. Nummer 2, respektlos. Ich habe das mal 17 Euro bezahlt. Maximal eine 5 oder, nein, eine 6,5 von 10. Bruder, ich bin komplett falsch. Hier ist die Kurve von Lazio und ich muss irgendwie so einmal ganz rum. Hoffen wir schaffen es genug früh. Wobei, ich glaube, Anpfiff ist erst irgendwie so in 40 Minuten oder 30. Hey, ich habe gerade kein Internet, ich habe keine Ahnung, wie die Aufstellungen sind. Aber ihr seht sie jetzt auf jeden Fall, weil im Nachhinein kann ich sie euch hier einblenden. Bayern sehr wahrscheinlich und Lazio mit der bestmöglichen Elf. Bayern viele Verletzte, aber ihr seht jetzt die Startelf. Oh, die Aufstellung wäre angesagt und ich verpasse es. Hör mal hin. Isai. Boah, man hört die Hymne im Hintergrund. Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen. Ah, oh, meine Sektoren sind hier. Wo ist die Scheiße? Ich bin auf einer Mission. Spiel wird in wenigen Minuten angepfiffen. Wir sind gerade drin. Jetzt müsst ihr hören. Eieiei. Eieiei, ich sehe schon ins Stadion rein. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Diese Stimmung. Keine Worte. Dort neben ihm die Bayern aussetzen. Ziemlich gut gefüllter Block. Aber genießt jetzt diese Stimmung. Unglaubliche Stimmung, unglaublich. Die Champions League-Hymne ertönt jetzt dann
Und beide Mannschaften sind langsam aber sicher am Reinkommen. Da kommen sie zuerst, die Bayern, angeführt von dem besten oder einer der besten Torhüter aller Zeiten, Manuel Neuer aus Kärnten. Links, Lazio, die Partie kann mehr als nur beginnen. Hört jetzt, die Champions League-Hymne wird. Ah nein, sie wird nicht ausgepfiffen. Ich hätte. Oha, Bayern, schau mal die Bayern an. Wow. Boah, was ein Auswärtssupport. Crazy Auswärtsfans Bayern. Mit dem Pyrowurf. Nochmal ein Pyro. Jetzt hinhören, jetzt. Das Spiel muss beginnen. Es ist komplett alles perfekt dafür. Alter, das ist mal eine Show. Das ist mal eine Pyro-Show von der Südkurve von Bayern. Hey, es geht weiter. Noch a cappella, genießt es einfach. Ich bin nicht mal Lazio-Fan, aber die Emotionen kommen so hoch wie keine Ahnung was. Unglaublich, wirklich. Sie machen sogar noch weiter. Hey Anton, wo bist du? Ich hab dich noch nicht gesehen. Spiel ist im Hintergrund angepfiffen. Die Bayern hatten Anstoß und haben direkt am Ball verloren. Oh, da schau mal, wie sogar dort gezündet wird. Irgendwo auf der Seite einfach. Eieiei. Schaut diese Kurve an. Schaut euch einfach die Kurve an. Yeah, da ist am Springen. Unglaublich. Oh, ganz gefährlich. Leroy, das erste Mal, das könnte es schon sein bei den Bayern. Die brauchen nur eine Chance und Kimmich. Eieiei, vorbei, viel zu viel Platz gelassen. Die Bayern brauchen nicht viele Chancen, jeder weiß das. Ihnen reicht eine Großchance, oder nicht mal eine Großchance, eine Halbchance und sie können 0-1 in Führung gehen. Stellt euch mal vor, wenn Milinkovic-Savic nicht auf Saudi-Arabien gegangen wäre, was das für ein Mittelfeld gewesen wäre. Unglaublich, so schade, dass er sich für das Geld entschieden hat. Ah, gefährlicher Ball auf außen. Jamal, oh oh, Jamal, Leroy, Zucki. Kimmich, starker Ball, Müller, eieiei, Harry Kane mit einer Riesenchance. Lazio muss aufpassen, sie müssen aufpassen, sie dürfen Bayern nicht so kommen lassen und spielen lassen. Wow, unglaublich, unglaubliche Bilder. Sieht das euer Eck, genießt es einfach. Der ganze Auswärtsblock ist am Springen von den Bayern. Schaut mal, wer am Ball ist, der Held. Last Minute. Ihr könnt euch erinnern, wo Provedel das Tor gemacht hat. Für diese Stimmung irgendwelche Worte? Ich denke nicht. By the way, ich habe es komplett vergessen. Ich blende es euch mal ein. Ciro Immobile hat sich einer Liste von sehr wenigen Serie A-Spielern angeschlossen, die 200 Tore in der Liga geschossen haben. Warte mal, die Bayern. Noch nicht weg. Jetzt Alberto. Oh oh, zu Müller. Gefährlich, Kimmich, wenn er den lüpft. Oh oh, immer noch. Das muss das Tor sein. Kane. Info abgepfiffen, faul abgepfiffen, ich habe gar nichts gecheckt. Nochmal zu Immobile, er ist jetzt in einer Liste von ganz seltenen Spielern, die 200 Tore in der Serie A gemacht haben. Ja, schnell ausgeführt, den Busi. Eckball, erster Eckball rausgeholt, ganz stark. Lazio ist jetzt nicht wirklich das kopfballstärkste Team. Also klar, sie haben einen Immobile, sie haben einen Romagnoli, aber sind halt nicht die Größten und ist schwierig. Können die Bayern das gut stellen? Alberto kann den aber bringen. Oh,
Ah, sie kommt zum Kopfball, aber nur zentral auf Neuer. Gut eröffnet von Guendouzi. Alberto! Alberto! Ai, 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 Alberto! Der erste richtige Abschluss, stark gemacht von Lazio. Jungs, Mädels, ich kann es nicht mehr aushalten. Wir haben die 23. Minute. Ich muss seit einer Stunde auf die Toilette, aber ich kann jetzt nicht. Ich kann keine Szene verpassen in der Champions League. Zum Glück habe ich kein Tor verpasst. Sonst hätte ich es gehört, aber bis jetzt kurzes Fazit nach 25 Minuten. Ich sage euch ganz ehrlich, Bayern ist nicht so krass am Überzeugen, dass sie die Führung verdient haben. Oh, sie haben eine sehr gute Freistoßposition. Genau jetzt, wo ich wieder komme. Und zu der Stimmung bis jetzt fast eine 10 von 10. Mit der Pyro-Show noch von den Bayern. Also krass, krass. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Harry Kane macht. Sehr gute Position für den Rechtsfuß. Was macht die Mauer von Lazio? Oh, Variante. Ich sag euch, ich hab den komplett drin gesehen. Ich hab gedacht, er wird in die lange Ecke gehen, weil Provedel sich nicht bewegt hat. Ja, gute Message von den Bayern. Ganz gute Message. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Ball von Jamal reinkommt. Also Weltklasse, was er bis jetzt gezeigt hat. Oh nein, nie, nein, nicht wegen so einem Ballverlust. Kane. Eieiei, was macht Provedel dort hinten? Ach du Scheiße, das kann ganz schief gehen. Das war ja 0,1 cm knapp. Also Provedel muss aufpassen gegen die Bayern. Ah, viel Platz für Upa. Gut, komm mit der Weltklasse. Wenn das ein Tor, eieiei, Bayern. Bayern. Wie habe ich das nicht gefilmt? Das war pure Weltklasse. Ich hoffe, sie zeigen die Wiederholung noch oben. Also das hat Minimum ein Tor verdient. Das ist die Reaktion von Lazio. Unglaublich. Ganz guter Seitenwechsel. Guendouzi. Schwach. Oh, warte mal. Oh. Nein, wie kann man eine Chance so vergeben? Eieiei, das war gefühlt die beste Chance von Lazio. Sie hätten den Ball nur ein bisschen besser reinspielen müssen und das wäre das 1:0 gewesen. Oha, keine Nachspielzeit. Halbzeit ist abgepfiffen. Lazio Bayern 0:0. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Halbzeit ist abgepfiffen. Ich halte mich ganz kurz oder versuche es zumindest. Ihr seht die Statistiken vom Spiel. Es ist 0:0. Und Lazio hat den einzigen Schuss aufs Tor. Man muss aber auch klar sagen, die Bayern hatten die besseren Chancen. Klar, Lazio hätte ein Tor schießen können. Bayern hätte fast ein Tor schießen müssen, meiner Meinung. Also wenn Kane abgezockter wäre, dann hätte er eventuell schon sein Tor gemacht. Ich habe gesagt, ich halte mich dieses Mal kurz, noch ganz kurz zu den Fans. Crazy Stimmung, also eine 8,5 von 10. Champions League Night. In Rom. Es gibt fast nichts Besseres. Es ist unglaublich. Die Pyroshow von den Bayern, die Hymne von Lazio, die Lautstärke von Lazio, die Bayern-Kurve, die am Rumspringen ist. Es ist eine unglaubliche Champions-League-Stimmung. Zu guter Letzt mein Tipp für die zweite Halbzeit. Ich habe, glaube ich, gesagt, es kann 0-0 enden. Ich denke, es ist schwer. Lazio könnte es schon machen, aber Tendenz leicht für Bayern. Beide Mannschaften sind wieder am Reinkommen. Die zweite Halbzeit wird in wenigen Momenten beginnen. Und die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Lazio von links nach rechts. Ja, mal wie die Bayern weitermachen. Boah, was eine Bewegung von Luis Alberto. Warte mal. Warte mal. Ei, ei, ei. Was ein Ball von Luis Alberto, das hat ein Tor verdient. Gegen die Bayern bekommst du nicht oft so Chancen. Guter Ball. Aufpassen jetzt. Wieder Guerrero. Kimmich. Gute Übersicht von Kimmich. Upa. Masraoui, wieder zu Upa. Oh, hör mal dieses Pfeifkonzert an. Ich höre mein eigenes Wort langsam nicht mehr. Oh, gefährlich. Leroy wieder. Oh, gegen drei, gegen vier. Boah, vier Leute hat es gebraucht, um Leroy zu stoppen. Unglaubliche Weltklasse.
gut gelöst von Lazio. Ich sage euch, dieser Mann wird den Unterschied machen. Wir müssen Pedro bringen. Das schlänzt sie zum Sieg. Boah, wenn er den rechts, jetzt rechts, rechts, rechts. Immobile. Immer noch Immobile. Was macht Immobile? Hä? Penner, was? Niemals eine Idee. Hä? Elfmeter! Elfmeter für Lazio. Ich glaube, ich habe einen Elfmeter. Rot! Oh! Was? Upamecano, rot! Upa! Rote Karte! Der kleine Junge unter mir freut sich. Schaut ihn euch an. Also ich bin mir sicher, dass das vom VAR gecheckt wird, weil ich bin mir nicht so sicher, ob das ein Elfer war, auf den ersten Blick. So, klar, man, warum sollte er sich so fallen lassen, aber mal schauen, ob es bei der roten Karte bleibt. Rot, glatt. Ihr konntet euch erinnern, als ich gesagt habe, Immobile macht heute ein Elfmeter-Tor. Hört euch das Stadion an. Ciro, sein Name wird im Chor gesungen. Unglaublich, wenn er jetzt wirklich dieses Elfmeter-Tor macht. Da muss ich beginnen mit Sportwetten. Es sieht ganz danach aus, als würde der Elfmeter stehen bleiben und die rote Karte ebenfalls. Ja, Upa geht raus. Mal schauen, ob Immobile den verwandelt. Jetzt geht's um alles. Ciro Immobile. Rekordtorschütze. 200 Tore. Eigenes Wort nicht mehr. Es ist unglaublich im Stadio Olimpico. Wow. Wow, 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 wow. Einfach nur wow. Wir sind knapp in der 70. Minute und Immobile schießt sie durch einen Elfmeter zum 1:0. Helft euch diese Stimmung! Jeder ist am Springen, sogar dort auf dieser Seite. Es ist unglaublich, dass Olimpico explodiert. Oh, die müssen aufpassen. Das wäre bitter, wenn sie jetzt direkt das Gegentor... Müller, oh, das kann böse enden. Müller, was ein Ball von Müller. Eieieiei! Gerade noch so verteidigt, Eckball für Bayern. Ganz ein interessanter Wechsel von Tuchel. Goretzka, ein Mittelfeldspieler, geht raus und De Ligt, ein Innenverteidiger, kommt rein. Oh, Eckball. Fast das 1:1 von Bayern. Das nehme ich jetzt Wunder, wer geht raus? Oh, Felipe Anderson, raus. Wer noch? Isaksen. Auch ein super Spiel gemacht und endlich kommt er rein. Mein Pedro, mein Pedrinho. Aha, Felipe Anderson geht gar nicht, Immobile geht. Anderson bleibt rein und Immobile geht raus. Ich nehme mich wunder, warum Immobile raus ist, weil so an und für sich war die Partie von ihm nicht schlecht. Aber vielleicht hat er irgendein Problem an der Wade oder so. Ai, ai, ai. Ich glaube, das sind Gesänge gegen AS Rom. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es. Das muss man aber auch erwähnen. Die Bayern machen immer noch weiter. Ganz starker Support. Man hört sie zwar nicht gut über mein Telefon bis zu mir rüber, aber sie machen immer noch weiter. Oh, Doppelwechsel bei den Bayern. Müller und Sané gehen raus.
und Choupo-Moting und Matthijs Tell kommen rein. Lazio muss aufpassen. Matthijs Tell kann sehr wohl was von der Bank. Ich habe schon genug oft gesehen, der ist ein super Spieler. Derek Maxim Choupo-Moting darf man auch nicht unterschätzen. Oh, ei, das Stadion beschwert sich. Ganz gute Position für Bayern. Unnötiges Foul von Lazio. Ganz gefährlich, Kane. Oh, gut geblockt von der Mauer. Oh, Tell am Ball. Gefährlich, Tell über außen. Ei. Oh mein Gott. Bruder. Ich hab gedacht, das wäre ein Eigentor. Was ein Ball von Tell. Lazio muss aufpassen. Wir sind in der 87. Minute. Oh, der kommt gut. Super in den Händen von Provedel. Weltklasse. Oh, Lazio. Was ein Ball auf Felipe. No! Gerade noch so verteidigt. Nicht mal ein Eckball. Ei, der muss schnell abschließen. Kein Foul, nichts, Einwurf für Lazio. Ey, Felipe Anderson muss ein bisschen schneller abschließen, das wäre das ein 2:0. Oh, wie viel Nachspielzeit? Oh, noch 5 Minuten Nachspielzeit, dann ist das Spiel aus. Nochmal. Oh! Oh! Ei, zentral auf Neuer. Das dürften noch maximal 1,5 Minuten sein, vielleicht auch 2, keine Ahnung, ich habe die Zeit nicht im Griff. Der Schiedsrichter hat sich schon auf die Uhr geschaut. Provedel, nimm den Provedel, Ruhe. Das muss doch, der muss doch abpfeifen. Der muss abpfeifen. Noch ein Angriff für Lazio. Oder? Ja, Schiedsrichter hat abgepfiffen. Lazio gewinnt. 1:0 gegen den FC Bayern in der Champions League. Und diese Szene nach dem Spiel genießen jetzt einfach. Schaut euch an, so viele Leute auf den Seitenrängen mit den Schalen draußen. Dort, bei mir unten, es ist unglaublich. Adler, traditionell, ganz geile Bilder. Das sind aber auch unglaubliche Bilder. Die Mannschaft von Bayern nochmal vor den Auswärtsfans und dort werden ganz sicher Ansagen gedroppt, aber wirklich harte Ansagen. Niemals, niemals mit diesem Lied. Unglaubliche Bilder. Lazio's on fire! Wow, wow, wow! Also wirklich wow! Ich würde mal sagen, wenn ihr mich noch hört, wir verabschieden uns aus dem Olympico. Wow, wow, wow! Champions League Night, baby! Und vielleicht gehen wir jetzt noch rüber und schauen, ob die Kurve Nord von Lazio feiert. Aber bis dorthin, wir sehen uns gleich. Hä? Random! Steht da vorne einfach der Bus von den Bayern. Ah ja, schau mal, man kann hier 1000% warten und die Spieler empfangen. Ich wette, man könnte hier so Harry Kane empfangen. Lustig, die waren gerade hier am Zaun für die Spieler am Warten und der Securitas hat uns weggeschickt, straight up. Ah, einfach Hesai. Wow, sogar Harry. Bruder, die wollen mich doch verarschen. Ich komme jetzt nicht zu meinem Rucksack. Es ist schon irgendwie 12:30 und mein Flug geht um 12 und ich muss ja noch das Video cutten und es nimmt kein Taxi an. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie E-Scooter oder irgend so etwas nehmen, zum Hauptbahnhof, also zu diesem Bahnhof gehen und dann vom Bahnhof muss ich auf ein Taxi hoffen, weil mit dem Fahrrad hat man, glaube ich, 3 Stunden zum Flughafen. Ey, die wollen mich komplett flachsen. Die zwei dort sind einfach komplett leer. Ich wollte die gerade benutzen, die sind leer. Jetzt ich suche noch mehr und sonst, ich bin komplett im Arsch. Wisst ihr was? Kommen wir schon mal zum Spiel. Also fanstechnisch
Ich hab's schon im Video gesagt. 8,5 von 10. Lazio-Fans, wow. Chapeau. Bayern zu Beginn mit der Pyroshow, auch krass. Also, ich bleib bei meiner 8. 8,5, es war eine Hammer Champions League-Stimmung. Spiel selbst, es war irgendwie so intensiv, aber auch nicht. Die Bayern haben, glaube ich, 0 Torschüsse gegen Leverkusen, nur einen Torschuss aufs Tor. Sie haben seit 11 Saisons haben sie das Achtelfinal-Hinspiel nicht mehr verloren und heute haben sie genau dieses verloren. Was jetzt mit Tuchel passiert, keine Ahnung. Sie haben noch ein Rückspiel in, glaube ich, 2 Wochen oder vielleicht auch 3 Wochen. Den müssen sie gewinnen. Also heim, vielleicht gehe ich nach München, je nachdem, mit Schule, Arbeit. Aber eher nicht. Aber es wäre eigentlich geil, auf München gehen, aufs Rückspiel. Weil ich denke, Bayern macht es. Es wäre wirklich ein Wunder, wenn Lazio auch dieses Spiel gewinnen würde. Weil dann hat Tuchel wirklich ein großes Problem. Wir haben das tatsächlich geschafft. Schau mal. Ich bin auf einem E-Scooter. Wow. Hey, wir haben es geschafft. Nach gefühlten 40 Minuten. Endlich kann ich meine Sachen holen jetzt. Es ist mir jetzt egal, wie viel ich gezahlt habe. Diese Steine haben mich auseinandergenommen. Ich war original die ganze Zeit so am Fahren. So. Aber schau mal, wo ich dafür bin. Oha, Bruder. Noha. Nochmal zum Abschluss, bevor wir komplett abschließen und am Flughafen gehen. Oh, mit einem Brunnen, wie schön. Der Bra hat einfach den Bahnhof zugemacht. Er hat mir jetzt noch Tür aufgemacht. Ich wäre sonst nicht durchgekommen. Aber jetzt, ich sage euch, die Fahrten, das ist immer so ein Vibe. Es ist so ein Vibe mit dieser Musik. Und man fährt einfach rum und so. Da, 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 da. Egal was, egal ob Bachata, egal ob Pop, egal was du hörst. Rap, du vibest einfach auf diesem Scooter. Egal ob mit Kollegen, egal ob alleine. Es ist so ein guter Vibe. Der Bruder war ja anders sympathisch. Ich habe Tasche geholt, er so. Ich habe meine Booking halt. Ich musste so ein Booking machen, um Tasche zu bringen. Ich habe so gesagt, so, ja, kann ich holen. Er so, you must make another day. Dann habe ich, ah, another booking. Und er, yes, you cannot another day make. Und dann habe ich so yes, I know. Er, ah, perfetto. Dann ist meine Booking plötzlich gegangen und er so, ah, perfetto. Good night, good morning, ciao. So ein alter Mann, so ein 60, 70-jähriger Knopf. So sympathisch, diese Italiener. Oha, schau mal diesen Flughafen. Ich habe nicht mal gewusst, dass er so modern ist. Aber was witzig war, der Taxifahrer war als Roma-Fan und hat die ganze Zeit Bayern Monaco gesagt. Anstatt Bayern München, Bayern Monaco. Er hat gesagt, Bayern next game 4-0. Also er denkt, dass ihr Bayern im Rückspiel heim in der Allianz Arena 4-0 gewinnt. Sehr optimistisch, aber ich traue Bayern zu, dass sie Lazio so in die Fresse schlagen können. Ich muss jetzt einfach einen Tisch finden, um Karten zu können. Ich sehe dort schon, oh, perfekt. Da vorne eine Bar. Schau mal, die hat sicher Steckdosen. Die hat zu 1000% Steckdosen. Bruder, wen wollen die verarschen? Das hat einfach keine Steckdosen. Ciao, Setup. Safety vs Musty Setup.